Hey Leute und willkommen bei einem kleinen Infovideo. Heute außer der Reihe mal kurz zwischendrin noch mit eingeschoben, sonst hätte es einfach von den Folgen her nicht gepasst, wenn ich das dann erst rausgehauen hätte, da wäre dann schon alles zu spät. Und zwar geht es um ein oder mehrere neue Community-Events, die gerade angenommen werden können im System. Moment. Nanu? Ah ja, okay. Im System. Naunin, hier. Wenn wir da mal reingehen, das sind bloß von meinem Heimatsystem HIP 80, 242, knapp 64 Lichtjahre entfernt. Und hier im MacLeod-Tab können Community-Events angenommen und auch abgegeben werden. Ihr könnt ihn natürlich in jedem schwarzen Brett auf jeder Station annehmen, kein Problem. Und zwar handelt es sich dabei, wie ihr schwer erkennen könnt, um das Mining Bergbauen, und zwar soll dort Gold abgegeben werden. Und zwar aus einem bestimmten Grund, schiebe ich das jetzt einfach mal mit ein, und zwar Gold schürfen für die United German Commanders, für die UGC, einer der Spielegemeinschaften, auch aus dem deutschsprachigen Forum. Und die können damit unterstützt werden. Es gibt noch, ich will jetzt nichts Verkehrtes sagen, 4, 5 andere, aber speziell für die kann man das annehmen. Das geht jetzt halt noch, wenn jetzt wahrscheinlich die Folge rauskommt, knapp 6 Tage, ein bisschen mehr. Und ein paar Leute nehmen schon dran teil, ein paar Tonnen wurden schon eingesammelt. Die erste Stufe wird bei 50.000 Tonnen Gold freigeschaltet. Das Ding ist, ihr könnt die Goldtonnen nicht kaufen und dort verkaufen. Ihr müsst die wirklich abbauen, sonst zählt das nicht. Ich bin jetzt hier gerade halt in unserem oder in meinem System, was ich mir irgendwann mal als neues Heimatsystem auserkoren hatte, wer hier auch in der Nähe ist oder einen guten Standort zu Minen sucht. Hier drin im System HIP 80 242, der fünfte Himmelskörper, der ist ein kleiner brauner Zwerg oder sowas. Und der hat direkt ein häufiges metallisches Vorkommen. Da einfach irgendwo reinfliegen und dann die Brocken unsicher machen. Und was mir dabei positiv aufgefallen ist, bloß mal so nebenbei bemerkt, gibt es nicht nur, ja, Gold habe ich jetzt gerade 25 Tonnen, ich habe ein bisschen gesammelt bisher, nicht besonders viel, aber was Neues ist Braseodym hat ungefähr den Wert von knapp 7000, auch eine ganze Menge schon gefunden. Dann Samarium, auch bei über 6000, auch eine ganze Menge gefunden. Und hier gibt es halt auch Palladium und allen anderen Kram, Platin. Pyrit findet man ja auch ein bisschen seltener, weil es halt nur ein häufiger und keine sehr häufigen Vorkommen sind. Aber trotzdem findet man genug, auch Gold ganz gut eigentlich. Und wir können mal schauen, ob wir hier gerade irgendwo was finden. Tja, die neuen Sachen, Samarium und das andere, die bringen halt schon echt eine ganze Menge. Ne? Also gerade wenn dann viel bei rumkommt, ist das gar nicht verachtenswert. Kann man das ruhig mal mitnehmen. Und ja, die Goldanteile hatte ich jetzt zweimal welche. Oh, hier kommt direkt die Sonde an, der Erzsucher direkt an uns vorbei. Hatte ich jetzt schon teilweise zweimal bis zwischen 35% und 40%, aber halt oft zwischen 10% und 30% findet man das schon immer mal. Hier war jetzt Samarium dabei. Das kommt in der Regel auch öfter vor, als jetzt hier bei knapp 4%. So, schauen wir doch mal, ob wir irgendwo noch was Passendes haben. Wenn nicht, dann soll es auch schon fast eigentlich gewesen sein. Ach, jetzt ist ja hier wirklich bloß erbärmliches Zeug drin. Das gibt es noch gar nicht. Ihr müsst dann halt wirklich bloß das richtige Community-Event annehmen für die United German Commanders, um die damit zu unterstützen. So, Silber, Samarium, ja, das ist jetzt wieder der typische Vorführeffekt, dass jetzt hier nur Käse bei rumkommt. Ist ein bisschen schade. Ja, okay, das ist wirklich schlecht. Ich hatte vorhin die ganze Zeit, als ich hier schon drin war, selten so viele Brocken mit Gallit und den ganzen Kram. Guck mal, hier haben wir Gold, 33%, wunderbar, das nehmen wir mit. Ups, das war ein bisschen zu schnell. Nö, passt. Waren dann noch ein paar Meter Platz. So, packe ich mal die ganzen Sammler aus. Ich habe es jetzt wieder umgerüstet, war letztens noch als Frachtschiff. Halt, Frachtluke muss erstmal auf.
Das Problem ist jetzt, dadurch, dass Samarium und das andere halt dazugekommen ist, oh, hier ist auch Palladium mit 10% drin, wird es halt in der Raffinerie ein bisschen eng. Also selbst die 10er Raffinerie muss man ab und zu mal was rausschmeißen. Praseodym. Also nicht verkehrt, ne? Sowas wie Osmium ist das ungefähr. Ich weiß gar nicht. Müsste, ja, Osmium ein bisschen mehr. 7.500. Aber gute Sachen. Also kann man ruhig mitnehmen. Und halt, ich fand auch allgemein deutlich weniger Indit, Bertrandit und Gallit. Dafür halt öfter Samarium und Praseodym dabei. Ich spreche das wahrscheinlich verkehrt aus. Der Brocken ist auch schon lange leer. Ich habe einfach weiter drauf gehalten. Und ja, das soll es gewesen sein. Also macht doch ruhig mal mit, sammelt ein paar Tonnen Gold. Ich gehe mal von aus, es ist meistens so, wenn man bestimmte Sachen für ein Community-Event irgendwo verkaufen muss oder hinschaffen muss, dass man dort vor Ort noch mal ein bisschen mehr bekommt als die durchschnittlichen höchsten Verkaufskosten. Ja, hier ist auch wieder Gold mit 11% drin, das nehme ich auch einfach mit. Jede Tonne Gold ist Gold wert. Machen wir auch. Ja, jedenfalls bloß ein kurzes Infovideo. Also macht da ruhig mal mit. Ist für eine deutsche Spielergemeinschaft. Und viel Spaß dabei. Ich denke mal, da kann man trotzdem ein bisschen was an Geld machen. Und wenn nicht, dann hat man einfach halt mal mitgemacht. So, das war's von mir. Vielen Dank und viel Spaß dabei. Ciao.